Hallo zusammen. Einmal im Jahr befreie ich die Fugen meiner Einfahrt vom Unkraut. Ich nehme als Hilfsmittel dafür immer Haushaltsessig, was ein natürlicher Unkrautvernichter ist. 1 bis 2 Tage nach dem Einsprühen ist das Unkraut verwelkt. Das ist ein super Hilfsmittel. Lieber Jörg, Haushaltsessig ist ganz schlecht für die Umwelt und darf daher nicht verwendet werden. Wenn man Unkraut völlig legal und vor allen Dingen schnell vernichten möchte, dann macht man es am besten so wie ich. Man besorgt sich im Baumarkt einen solchen Gasbrenner. Damit geht es dann dem Unkraut an den Kragen. Frau Blau aus Rennau, ich grüße Sie. Hallo. Frau Blau? Ja, ich höre Sie. Hallo. Schön. Haben Sie gerade eben gesehen, die Vorschläge von Jörg und Margarita, die sind ja doch durchaus sehr unterschiedlich. Margarita geht da ganz martialisch zu Werk, Jörg mit ein bisschen Haushaltsessig. Was meinen Sie, hilft, ist sinnvoll, erlaubt gegen Unkraut? Also ich denke mal, das ist die Margarita, die mit dem Gasbrenner arbeitet. Arbeiten Sie auch mit dem Gasbrenner gegen Unkraut? Nee, ich mache das noch mit einem ganz normalen Messer. Ganz normal mit Messer und Bücken so. Also wenn das funktionieren würde, würde es mich auch freuen. Denn ich bin genau wie Sie noch mit Messerchen unterwegs und hole da zwischen den Steinen jedes einzelne Kraut raus. Mhm. Schauen wir mal, wenn das stimmt, sind 250 Euro für Sie fällig. Bitte schön. Der Gasbrenner ist erlaubt. Auf gepflasterten Flächen darf man Essig nicht verwenden, denn er kann in die Kanalisation fließen und somit das Wasser verunreinigen. Zudem kann er sich im Boden anlagern und ist somit eine Gefahr für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Wer es trotzdem macht, riskiert ein saftiges Bußgeld. Der Gasbrenner ist kein Problem, denn durch die Hitze der Flamme zerplatzen die Pflanzenzellen und sterben ab. So hat Unkraut keine Chance mehr. Ja, Margarita hat das vor allen Dingen auch sehr überzeugend präsentiert. Und ich hoffe, Frau Blau, zu Ihrer Freude. Denn 250 Euro haben Sie gewonnen. Ja, herzlichen Dank. Wunderbar. Gerne. Herzlichen Glückwunsch. Damit können Sie mindestens mal diesen Gasbrenner da kaufen. Und dann brauchen Sie sich nicht mehr bücken in Zukunft. Das wäre doch genau. Ganz nett. Ja? Danke, schönen Tag noch. Tschüss nach Rennau. Danke ja, fürs Mitmachen.